In Portugal sind 825 Kilogramm Kokain beschlagnahmt worden. Es ist der zweite große Fund innerhalb eines Jahres. Zuletzt waren 430 Kilogramm beschlagnahmt worden. Versteckt war die Droge zwischen Bananen aus Südamerika, eine gängige Art des Schmuggels neben direkten Schiffstransporten. Das hochreine Rauschgift habe einen Marktwert von gut 30 Millionen Euro und wurde nach internationalen Hinweisen im Norden des Landes entdeckt. Bestimmt gewesen sei es für andere europäische Staaten. Weitere Einzelheiten wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Wir haben noch keine endgültigen Zahlen für 2019, aber insgesamt geht es um etwa 10 Tonnen Kokain letztes Jahr. Allein beim Kokain gibt es einen massiven Anstieg im Vergleich zu 2018. Seit 2016 verdoppelt sich jedes Jahr die Menge, die wir beschlagnahmen. Kokain boomt seit Jahren in Europa. Innerhalb eines Jahres hat sich die Menge an beschlagnahmtem Kokain in Europa auf 140 Tonnen verdoppelt und damit einen neuen Höchststand erreicht.